Ja, herzlich willkommen zum nächsten Workout. Wir machen heute 10 Blöcke mit Sets von 3x40 Sekunden, 20 Sekunden Pausen dazwischen. Wir brauchen für die als Ausrüstung einmal eine Black Roll, dann zwei Gewichte. Ich habe jetzt hier zwei kleine Gewichte von ungefähr einem Kilo. Und wenn du hast, zwei Yoga-Blöcke, es reichen aber auch zum Beispiel Trinkflaschen aus, 1 Liter Trinkflaschen. Und dann noch ein Powerband, ein Loopband, das wir uns dann hier zwischen die Beine schneiden. Wer die Übung ein bisschen intensiver gestalten möchte, kann sich noch Gewichte dazu nehmen, je nachdem, wie weit fortgeschritten du da schon bist. Aber irgendwas zwischen 5 bis 10 Kilo ist dann ausreichend. Okay, ich fange direkt an. Wenn du noch ein kleines Warm-up benötigst, dann wärm dich bitte noch ein bisschen auf. Und ansonsten starten wir jetzt. Wir gehen in den Liegestütz. Die erste Übung ist mit dem Ellenbogen zum Knie. Und los. Das Knie berührt den Ellenbogen. Zwanzig Sekunden Pause. Fünf Sekunden und weiter. Und weiter geht's. Wenn du Pause brauchst, setz kurz ab, entspann die Arme. Dann weiter geht's. Okay, als nächstes nehmen wir die kleinen Gewichte, stellen die Yoga-Blöcke links und rechts an die Matte, ungefähr auf oberhalb Kopfhöhe. So, die nächste Übung, wir sind gestreckt, Po angespannt, Füße und Oberschenkel sind in der Luft. Und dann gehen wir mit den Oberarmen über die Yoga-Blöcke hoch. Die Hände berühren sich am Po und vorne wieder zusammenführen. Hoch, am Po berühren, vorne wieder zusammenführen. Um die Übung zu erleichtern, lass die Gewichte einfach weg
Es ist auch so anstrengend genug, immer darauf achten, dass die Pobacken angespannt sind, dass die Füße in der Luft sind. 20 Sekunden Pause. Jetzt. Po einspannen, Füße in die Luft. Im letzten Satz, um es ein bisschen leichter zu machen, kannst du auch die Flaschen auf den Boden legen oder ganz wegnehmen. Und weiter geht's. Deine Gewichte können erstmal weg. Yoga-Blöcke auch. Dann nehmen wir uns ein kleines Gewicht. Nächste Übung sieht aus: Ausfallschritte zur Seite. Nach links und nach rechts. Und los geht's. Nach links und nach rechts. Um die Übung leichter zu machen, selbstverständlich weniger Gewicht nehmen. Achte auf eine stabile Beinachse, das Knie soll nicht zur Seite oder nach innen wegknicken. Wir bewegen uns nach links und nach rechts, immer auf einer Linie. Weiter geht's. Kraftvoll nach oben drücken. Der Po soll tendenziell nach hinten unten geführt werden. Das Knie nicht zu weit über die Zehenspitzen hinweg bewegen lassen.
Oberkörper gerade halten. Okay. Und jetzt gehen wir in den seitlichen Stütz. Du kannst die Matte noch ein bisschen aufdoppeln, dass es weicher wird. Nun sieht so aus. Wir gehen in die seitliche Plank, Seitenstütz und mit dem Po hoch und runter. Bis auf den Boden ablegen, dann so weit wie möglich nach oben. Und los. Achte darauf, eine gerade Linie zu halten. Wenn du nicht mehr kannst, mach kurz Pause, geh entweder so in den Stütz ohne Dynamik oder unten am Boden warten, aber zieh so weit wie möglich durch. Pause, den Arm ein bisschen entlasten. Fünf Sekunden noch. Weiter geht's. Arm entlasten. Achte auf die gerade Linie. Okay. Seitenwechsel. Aber erstmal 40 Sekunden Pause insgesamt. Okay.
Und weiter geht's. Sekunden nach. Und los. Auf die gerade Linie achten. Ja, auch in den Schultern. Es ist sehr, sehr anstrengend, aber denkt daran. Mit Stöcken in den Bergen laufst, brauchst du Stabilität in den Schultern. Okay. 40 Sekunden Pause. Als nächstes kommen Ausfallschritte. Frontal. Entweder ohne Gewicht oder mit Gewicht. So sieht die Übung aus. Mal kraftvoll nach hinten wegdrücken. Achte darauf, mit dem Knie nicht über den Zeh nach vorne wegzugehen, sondern tendenziell eben mit dem Po runter und dann wieder hochdrücken. Okay, 3, 2, 1. Weit nach vorne, hochdrücken und zurück. Wenn dein Knie nach links oder nach rechts wegbricht, dann mach die Übung leichter, lass das Gewicht weg. Die Knie müssen eine stabile Beinachse haben. Oberkörper gerade. Saubere Technik geht immer vor Gewicht und vor Frequenz. Drei, zwei, eins und los. Letzter Durchgang. Kraft voll nach hinten wegdrücken.
Okay, 40 Sekunden Pause. Jetzt kommen die Bauchmuskeln dran. So. Setzen wir die Black Roll in die Mitte unserer Füße. Und sieht so aus. Wir halten irgendeinen Gegenstand hoch in die Luft, richten uns auf und gehen mit beiden Füßen über die Black Roll nach links und nach rechts. Und los. Schön ausbalancieren. Keine Hektik. Nicht nach hinten wegkippen. Das ist eine Sekunde Pause. Sekunden noch. Und los. Wenn du eine Pause brauchst, setz kurz ab und versuch durchzuziehen. So weit wie es geht. Drei, zwei, eins und los. Schön weit nach oben halten. Okay. Die Black Roll bleibt bei uns. Wir legen uns auf den Rücken. Legen das, die Knie, die Ferse in das Loch der Black Roll. Linke Bein wird angewinkelt, rechte Bein ist leicht angewinkelt, bleibt auch nur leicht angewinkelt und dann drücken wir uns so nach oben. Der Druck kommt aus dem hinteren Oberschenkel und los geht's. Beim Runterlassen Wirbel für Wirbel abrollen, beim Hochgehen von der Hüfte und dann weiter. Nicht runterklatschen. Kontrollierte Bewegung. Auch hier das Bein wieder eine gerade Linie. Auslockern. Lass dich nicht ermutigen. Geh einfach immer so weit du kannst. Mach ein bisschen Pause. Dann steig wieder ein. 3 Sekunden geht's weiter. Mit der Zeit
wirst du 40 Sekunden besser durchhalten. Linken Bein rechten Winkel behalten. Du kannst auch mit den Ellenbogen noch ein bisschen nachhelfen. Ziel ist es aber tatsächlich, den Kraft komplett aus der Hüfte, aus dem hinteren Oberschenkel zu holen. Okay. Einmal noch. Fünf Sekunden. Wenn dir das zu leicht fallen sollte, kannst du noch ein Gewicht auf die Hüfte drauflegen. Okay. Jetzt Seitenwechsel. 40 Sekunden Pause und dann machen wir mit dem linken Bein weiter. Rechte Bein ist angewinkelt. Fünf Sekunden. Und Schluss. Wirbel für Wirbel abrollen und runtergehen. Drei, zwei, eins, los. Denk an die gerade Achse im Bein. Letzte Wiederholung.
Black Roll legen wir hin, klemmt die Black Roll zwischen unseren Beinen ein. Und die nächste Übung sieht so aus. Wir machen Crunches, bis wir mit den Füßen unsere Hände berühren. Schön kontrollierte Bewegung. Zwei, eins, und los. Kontrolliert nach oben gehen und wieder nach hinten. Schönes Gleichgewicht finden. Pause. 3 Sekunden. Los. Schön kontrolliert, langsam abrollen. Eine Pause brauchst, das Ablegen. Okay, 20 Sekunden Pause. Und los. Okay. Gut. Das müsste es jetzt gewesen sein. Jo, perfekt. Also, erfolgreich durchgeführt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke fürs Mitmachen.